Ja, willkommen zurück zu The Forest und ich konnte jetzt leider nicht speichern, weil ich hier gar keine Speichermöglichkeit habe. Und deswegen müssen wir uns jetzt nochmal eine Folge hier uns behelfen mit wahrscheinlich Beeren und Snacks aus dem Flugzeug. Oder sonst irgendwas. Ich behelfe mich mal gerade eine Karte. Hier können wir nicht hin. Das ist irgendwie gesperrtes Gebiet. Finde ich irgendwie cool. Verstehe ich gar nicht, warum. Ach, das ist insgesamt irgendwie ein bisschen buggy, ne, die Karte. Und ich weiß nicht genau, wie das... Gut, okay. Also die Karte ist jetzt nicht buggy, sondern die spiegelt ja tatsächlich die... die Welt wieder, also das ist ja keine Karte gezeichnet von irgendeinem Fan, sondern da wird tatsächlich einfach von oben drauf geguckt auf die Insel. Mit einer Funktion, die die Programmierer nicht wollten. Oder wie auch immer. So. Ah, siehste, das habe ich noch vergessen. Ich wollte mir noch den Grafiktreiber wollte ich noch erneuern. Vielleicht ist dann diese Problematik hier behoben. Ach, Mist, ich brauche noch ein paar Federn. Hey, komm her. Ach so. Die fliegt gerade durch den Berg. Das ist gar kein Problem. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also irgendwie... Ja, ich muss noch ein bisschen hier irgendwie runter. Aber ich traue mich nicht in dieses Gebiet rein. Ja. Aber glaube ich kein Problem. Gehen wir mal hier lang. Ich hoffe nicht, dass es wieder kommt gleich. Diese Gegend ist gesperrt. Ein Kompass wäre nicht schlecht. Jetzt laufen wir mal ein bisschen, wenn wir schon gleich einen Snack essen. Ah, siehste. Das Gebiet gibt es noch gar nicht. Ja gut, dann bleiben wir hier ungefähr am Rande der verbotenen Zone. Na, aus welchem Film war das? So. Wahnsinn, also so diese Freiflächen, da kann ich mich auch gar nicht so dran erinnern. Gut, das wollten wir immer mal machen hier, so ein Inselrundgang. Ah, doch. Ich glaube, da vorne, wo die obere Spitze meiner Axt wackelt, da hat man, glaube ich, auch mal eine Basis. Wir könnten eigentlich mal ein Fernrohr gebrauchen. Und das werden wir auch tun. Wir werden da mal hinrennen. Und wenn es das ist, was ich denke, wenn wir uns da einen temporären Außenposten errichten. Vielleicht sogar... Guck mal hier. Wir sind hier ungefähr, wo die Hand ist. Und da ist unsere Hauptbasis. Ich glaube, wir werden hier... Was ist denn das da? Ach, ist auch egal. Wenn es da ist, wo ich denke, wo es ist und was es ist, dann werden wir da auch einen größeren Außenposten errichten. Das ist dann tatsächlich Wasser, ne? Ja. Ich gehe gerade durchs Wasser. Aha. Na gut. So. Ich hoffe, dass die Entwickler, da war ich ja letzte Folge von abgekommen, noch echt eine gute Idee haben, was noch so ein bisschen der Story-Modus ausmacht. Ich weiß nicht, was es mit dem kleinen Jungen auf sich hat, den wir da mit hatten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Nebenquests bekommen. Ich denke mal so das Zählen der Einwohner. Quatsch. Der abgestürzten Passagiere kann jetzt nicht unbedingt
so der super Nebenquest sein. Ich meine, das interessiert mich ehrlich auch gar nicht. Ich muss hier ums blanke Überleben kämpfen. Was war das? Oh nein, der arme Vogel, es tut mir leid. Aber er lebt noch. So. Was macht er denn die ganze Zeit? Warum ist hier alles nass eigentlich? So. Habe echt den Eindruck, die haben verschlimmbessert. Die haben es echt verschlimmbessert. Genau. Das ist doch unsere alte Stelle hier irgendwo. Hier haben wir sie doch. Unsere alte Stelle. Ja. Wir errichten hier gerade mal einen temporären Stützpunkt. Ich wollte eigentlich einen etwas größeren Stützpunkt basteln. Hä, was macht. Hallo? Ja, bauen wir erstmal das hier. Hä, was macht der denn? So, drehen. Errichten. Ich wollte aber eigentlich Custom Building. Genau, das Ding hier auch errichten. Weil sonst finde ich das nie wieder. Und wir brauchen noch ein schönes Feuerchen. Das machen wir immer hier an die Signalleuchte. So, wir brauchen auf jeden Fall noch genügend Stöcke. Aber ich denke, hier liegen auch genügend Stöcke rum. Ich wundere mich, dass wir in den letzten 2 oder 3 Folgen überhaupt keinem Eingeborenen oder irgendwie Kannibalen oder sonst irgendwas über den Weg gelaufen sind. Das kann es ja echt nicht sein. So, die Blätter. Hä? Ach so, für das Feuer, ne? Schnell wegrennen, schnell wegrennen. Das gibt's gar nicht. Wie kann der von hier? Ich sag ja, das ist ein WLAN-Feuerzeug, ein wireless LAN-Feuerzeug. So. Und dann will ich mal speichern. Und dann muss ich unbedingt mal neu laden, weil ich weiß nicht, ob vielleicht die Spawn-Einheiten von den. Na gut, Eingeborenen hatten wir ja genug, ne? In dem Dorf. Aber ob vielleicht irgendwie der Trigger oder irgendwelche Programmierroutinen einfach nicht geladen wurden, weil ich brauche was zu essen, Leute. Habe ich schon genug Sticks? Anscheinend. Gut. Dann rennen wir zurück zu unserer Basis. Speichern mal. Hauen uns etwas auf den Grill. Mir mundet es gerade nach einem köstlichen Fisch. Ja, verbrennen doch direkt. So. Okay, wir können nicht genügend oder noch weiteres Sticks tragen. Stöcke. Oh, wie süß. Ein Vogel war auf unserem. Das ist ja herrlich. Auf unserer Fahne. Wie heißt denn das? Unser Ausstützpunkt. Ach, was weiß ich. Mann, Wegmarkierung. Jetzt habe ich es. Gut, jetzt haben wir hier schon mal einen temporären Außenposten errichtet. Das ist sehr gut. Wir haben gespeichert. Und jetzt können wir hier uns noch ein bisschen umsehen. Wobei es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr lohnt, weil. Ja doch, wir müssen noch hier diese. Ja, wir müssen hier noch an der ganzen Küste entlang. Dann haben wir einmal den Küstenrundgang gemacht. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir so in Streifen immer ungefähr hin und her.
und schauen uns dann an, was es in der Mitte der Insel gibt. Das ist schon irgendwie cool, ne? Also mit der Karte ist das schon nicht schlecht. Ah, das ist ein See ist da. Aha. Was war das? Gut. Oh. Nicht von mir. Naja. Nicht so viel in der Karte rumgucken. Lieber uns... Ah, siehst du, die Sonne geht mich schon unter. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Aber die haben uns schon so oft umgeguckt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Und mittlerweile habe ich so viele Fahnen. Ich glaube, das bringt auch wahrscheinlich auch nichts mehr, sich an den Fahnen zu orientieren. So. Das ist die Grundausrüstung eines jeden Survivalers. Blätter. Also ich, wenn ich jemals hier irgendwie abstürzen sollte, ich könnte aus Blättern und Hölzern, vielleicht ein bisschen Spucke, könnte ich niemals so ein, so eine, ja, Behausung mir quasi zimmern. Was ist das hier? Ein Fels. Ein Fels in der Brandung. Ah, schau mal, was haben wir hier für Pflanzen? Na, gehst du wohl kaputt? Die geht auch nicht kaputt. Auch eine Quelle unendlichen Blätter. Oh, was haben wir denn da? Interessant, das sieht das nach einem Dorf aus. Nee, das ist, glaube ich, einfach nur eine andere Vegetationszone. Es gibt echt keine Hasen, das gibt's gar nicht. Und keine Eidechsen. Aber das muss doch ein Fehler sein, oder? Das kann er nicht mal hier alles aufscheuchen. Nee, also ich kann mich gut erinnern, da an meinem Außenposten, da gab es immer genügend... ja, Lebewesen sozusagen, die man auch verspeisen konnte. Jetzt, wenn wir das hier noch überfallen, das eingeborene Dorf, und es dann auch nochmal von den... ne, leider nicht ernähren. Schade eigentlich, das hätte mir eigentlich ganz gut getan. Dann machen wir es aber auch alle kaputt, weil dann wachsen vielleicht neue da. Und zwar genießbare Beeren. Jetzt kommt wieder die atmosphärisch gelungene Musik. Geld kann ich immer gebrauchen. Kann man auch Feuer mit anmachen, habe ich mir sagen lassen. Wenn man keine Blätter hat zur Verfügung. Ja, aber ich glaube, das ist hier sehr unspektakulär. Haben wir noch Seile? Haben wir auch genügend? Pillen sind immer gut. Geld ist auch hier. Seile haben wir genügend. Ja, schieben wir mal die Tische zur Seite. Was haben wir hier? Auch Geld. Geld. Ein bisschen aufräumen. Und wenn dann die Eingeborenen wiederkommen... wo sind die? Hä? Wo sind die? 20 Passagiere gefunden, aber hier liegt doch gar keiner. Bam, 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 bam. Na gut, das war jetzt unspektakulär, dieses Eingeborenen-Dorf. Tja. Gut.
Jetzt geben wir unsere restliche Energie aus. Und sind die Beeren nachgewachsen? Nein. Dann werden sie nochmal weggeschnitzelt. Weg damit. Und wir hauen das Ding so lange, bis es kaputt ist. Ah, das gibt's gar nicht. Das ist der. Okay. Ich hab's gelernt. Ich gehe jetzt ganz, 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 ganz schnell nach Hause. Dafür gebe ich meine ganze Energie aus. Oh Gott, wie wieder schnell das dunkel wird. Krass. Krass. Ey, Mann, das ist ja echt Wahnsinn. Also, liebe Entwickler, wenn ihr das... Na gut, das ist jetzt ein bisschen affig, weil die werden das Video noch nicht mal ansatzweise sehen. Vielleicht werde ich einfach ein Ticket aufmachen, wenn man das so sagen kann, Ticket oder irgendein Thread in einem Forum. Erster Punkt, gib mir meine Hasen wieder. Zweiter Punkt, das ist eigentlich der interessantere Punkt. Oh, wie schön. Ich hätte ganz gerne tatsächlich Meterangaben oder irgendwelche Entfernungsangaben an den Fähnchen. Weil ich meine, das ist schön. Aber guck mal, jetzt habe ich hier drei Fähnchen. Und hätte jetzt nicht gewusst, dass ich genau hier mein Lager gebaut hätte, dann, ich weiß nicht, also, oder wenn man fliehen muss vor den Kannibalen, das sollte ja auch mal vorkommen und ich hoffe, in den späteren Folgen wird das wieder so der Fall sein. Oder wenn ich, keine Ahnung, schnell nach Hause muss, dass ich dann ungefähr weiß, an welcher der 25 Fähnchen, die ich ja noch hier errichten werde. Ach, guck mal, da saß wieder ein Vogel auf dem Fähnchen, ach, wie schön. Dass ich da ungefähr ein Gefühl für habe. Ja, das sollst du eigentlich jetzt nicht machen. Och man, sollst du die Feder einsammeln. Na gut, aber ein Feuerchen brauchen wir auch. Dass ich ungefähr weiß, wo renne ich eher hin. So als Orientierung. So, jetzt habe ich ja lang genug gequasselt. Das war The Forest. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und diesmal werde ich aber tatsächlich speichern und nochmal laden. Und nochmal komplett aus dem Spiel rausgehen, weil ich brauche die... Lizards und die Hasen und so weiter. Ja.